Ja, das Thema macht ein überaus interessantes und spannendes Phänomen. Für die einen ist es unheimlich faszinierend und verlockend. Für die anderen ist es düster und abstoßend. Ich habe eine kleine PowerPoint mitgebracht. Kein Schreck, ich bin eine absolute Befürworterin der Ein-Wort-Folie. Aber es hilft zumindest mir, und bitte seht es mir deswegen nach, es hilft mir, mich ein bisschen zu strukturieren und ein bisschen den roten Faden zu halten von dem, was ich irgendwie gerne sagen wollte. Im Laufe der Jahrhunderte haben ja unzählige, viele kluge Denkerinnen und Denker sich mit dem Thema Macht auseinandergesetzt, von der Antike bis heute. Und die Literatur zum Thema Macht, die füllt ganze Bibliotheken. Man kann sich sein Leben damit auseinandersetzen tatsächlich. Die Frage ist, warum wollen wir uns eigentlich gerade hier und heute mit dem Thema Macht auseinandersetzen? In unserer Ankommensgruppe war es schon ein Thema gewesen, dass natürlich die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen sehr dazu angelegt sind, sich mit dem Thema Macht auseinanderzusetzen. Aber hier in unserer Runde ist es vielleicht auch ganz gut, diese Frage mal zu beantworten, warum wollen wir und sollen wir uns mit Macht auseinandersetzen, indem wir auf drei Systemebenen gucken. In der Organisationswelt sind im Kontext der digitalen Transformation zahlreiche neue Managementkonzepte entstanden, neue Organisationsstrukturen, das muss ich euch nicht erzählen, die alle im Kern eins gemeinsam haben. Sie setzen auf einer neuen Definition von Macht und vor allem auf einer neuen Verteilung von Macht. Das ist schnell gesagt, ist manchmal auch schnell entschieden. Und wie viele von uns wissen, braucht es oft Jahre, bis so etwas tatsächlich gelingend umgesetzt ist. Gerade auf der Teamebene führt es wieder und wieder zu Konflikten, weil es in den Teams oft an Machtkompetenz fehlt und an einer wirklichen Idee dazu, wie eine neue Verteilung der Macht denn wirklich gelebt werden könnte. Und oft ist es so, wenn wir dann als Beraterinnen oder Berater in so ein Team kommen, dass wir Macht vor allem als dem berühmten grauen Elefanten im Raum begegnen, über den man halt nicht spricht. Macht macht etwas mit Menschen, mit jedem von uns Einzelnen. Und wenn wir dann mal auf uns in unserer professionellen Rolle als Beraterinnen und Berater schauen, dann geht es natürlich um diese Frage der Selbststeuerungskompetenz. Wir müssen schon eine Idee dazu haben, wie wir selbst zu dem Thema Macht stehen und was Macht mit uns macht, damit wir unsere Macht sinnhaft in unserer Arbeit auch tatsächlich ins Leben bringen können. Aber worüber sprechen wir denn eigentlich, wenn wir über das Thema Macht sprechen? Die eine einheitliche, einzige Definition von Macht, die gibt es tatsächlich nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist bis heute so, dass die unterschiedlichsten Definitionen in den unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, bei den Juristen, den Soziologen, den Psychologen, den Philosophen, die stehen bis heute völlig unversöhnt nebeneinander. Da gibt es in der Wissenschaft gibt es einen Riesenstreit drum, dass es nicht gelingt, tatsächlich zu einer Definition zu kommen. Eine ist aber tatsächlich besonders verbreitet. Sie wird meistens zitiert, sei es in Schriftstücken, in wissenschaftlichen Arbeiten, in vielen Diskussionen. Und das ist die von dem großen deutschen Vordenker der Soziologie, Max Weber. Also die liest man, wenn man googelt. Ich glaube, über diese Definition werdet ihr am häufigsten stoßen. Es geht darum, einen eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Und wenn ihr das mal einen Moment in euch sacken lasst und mal ein bisschen hin und her bewegt, dieser Definition folgend, üben wir alle, glaube ich, relativ häufig Macht aus. Und sei es nur bei der Frage, was es zum Abendessen geben soll. Das ist dann schon meistens genug. Ja. Bitte? Und wenn andere involviert sind, allerdings. Eins muss uns, glaube ich, allen klar sein. Einen machtfreien Raum, den gibt es tatsächlich nicht. Da sind sich nun wirklich alle Denkerinnen und Denker einig. Macht gehört quasi zu unserer menschlichen Existenz mit dazu. Und egal, wo auch immer zwei Menschen im Raum sind, ist die Macht eben einfach auch mit anwesend.
Aber warum wollen wir das so ungern wahrhaben oft? Und auch hier im Raum hat es vorhin in einer Ankommensrunde, das habe ich gehört, schon eine Rolle gespielt. Das hat auch tatsächlich viel mit unserer eigenen Geschichte zu tun. In anderen Ländern ist das Thema Macht keineswegs so umstritten, wie es das bei uns ist. Hat eben auch etwas mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten zu tun, mit dem Leid und Elend, was daraus entstanden ist. Und das führt bis heute dazu, dass ganz viele Menschen sagen, mit Macht will ich nichts zu tun haben. Weil wenn Sie über Macht nachdenken, dann denken Sie an die dunklen Seiten der Macht. Sie denken an Gewalt und an Machtmissbrauch tatsächlich auch. Und man muss sagen, in der Geschichte des Machtdenkens war diese Verbindung von Macht und Gewalt über viele Jahrhunderte durchaus selbstverständlich gewesen. Die dunkle Seite der Macht, er hier, hat zum Beispiel ganz wesentlich dazu beigetragen, Machiavelli, auch den findet man immer, wenn man mal googelt, ne? Florentinischer Staatssekretär und Schriftsteller. Und was er eigentlich gemacht hat, er hat einen Machtratgeber für Fürsten geschrieben. Und was ihm am Herzen lag, war, was müssen Fürsten eigentlich tun, um ihre Macht zu erhalten? Und da war für ihn Gewalt nicht nur ein legitimes, sondern überaus notwendiges Mittel, um diesen Machterhalt tatsächlich sicherzustellen. Machiavellismus steht übrigens bis heute noch so als Synonym für uns alle für skrupellosen Machtmissbrauch. Und wenn man sich ein bisschen in der Welt umguckt, es gibt ja immer noch viele, die scheinbar seinen Theorien wirklich Glauben schenken und auch immer folgen. Aber Macht mit Gewalt gleichzusetzen wäre natürlich deutlich zu kurz gegriffen und wäre natürlich auch Macht überhaupt nicht angemessen. Es ist ja ein überaus komplexes Konstrukt. Und auch gerade deshalb super spannend, finde ich, ne? Vielleicht ist es nochmal eine andere Annäherung, mit der wir uns mal versuchen könnten, der anderen Macht, Seite der Macht zu nähern. Woher stammt eigentlich der deutsche Begriff der Macht? Der hat tatsächlich indogermanische Wurzeln und Mag steht erstmal nur für den Begriff der Fähigkeit. Wenn wir also mehr dieser Herleitung folgen, dann ist Macht nichts anderes als die Fähigkeit, etwas bewirken zu können. Und das ist natürlich schon nochmal eine ganz andere Art und Weise, über Macht nachzudenken, als wenn wir über Gewalt nachdenken. Also, es scheint so zu sein, es gibt eine dunkle Seite Macht, aber es gibt auch eine helle Seite der Macht. Macht ist eine Kompetenz, die zum Guten wie zum Schlechten genutzt werden kann. Und es liegt tatsächlich an uns und an jedem einzelnen Menschen, wie wir diese Macht tatsächlich auch nutzen wollen. Wie kommen wir überhaupt zu Macht? Gerade im ISB-Kontext berufen wir uns da ja meistens auf die 8 Quellen der Macht von Elfriede Bauer-Jelinek, auch eine große Machtdenkerin, die viel zum Thema Macht publiziert hat, viele Seminare zum Thema Macht hat, auch tatsächlich durchführt. Und sie hat 8 Quellen der Macht identifiziert. Ich bin mir sicher, in dieser Runde würde man darüber noch mal nachdenken, sicherlich auch noch eine ganze Reihe andere Quellen identifizieren. Das ist die Basis, auf der wir im ISB über Quellen der Macht nachdenken. Die Macht der Herkunft, die Macht der Mehrheit, des Wissens, der Gefühle, der Funktion, der Kontakte, der Macht der Überzeugung und Macht der Materie. Welche davon wir präferieren, welche wir besonders gerne nutzen, welche wir vielleicht auch überhaupt nicht gerne nutzen oder welche wir ablehnen, das ist individuell bei uns allen natürlich total unterschiedlich. Klar, Frank. Die Macht der Materie? Die Macht der Materie meint tatsächlich sowas wie Besitz, aber auch sowas wie Kraft. In früheren Zeiten sehr viel Kraft. Ne? Materie meint die greifhaften, die habhaften Dinge, die du hast. Ne? Also Besitz kann dir ja ziemlich viel, oder auch Kraft ist ja was dir ziemlich viel Macht verleihen kann. Panzer. Der Panzer zum Beispiel. Ja. Genau. All die Quellen jedenfalls geben uns die Möglichkeit, auf die Wirklichkeitsgestaltung anderer Einfluss zu nehmen. Und hier sind wir jetzt im ISB-Kontext angekommen, denn das ist die Definition von Bernd Schmidt für das Thema Macht, auf die Wirklichkeitsgestaltung anderer Einfluss zu nehmen.
auch das mal kurz sacken lassen. Und dazu gibt es ja, und vielleicht erinnern sich manche, die mit dem Machtbaustein zu tun hatten, es gibt drei Formen der Macht. Drei Formen, wie diese Wirklichkeitsgestaltung ins Leben kommt. Es gibt die Hoheitsmacht, in der es darum geht, anderen für ihre Rollen, Funktionen und Aufgaben Vorgaben machen zu können. Vorgaben machen zu können, ist die Hoheitsmacht. Schöpfermacht meint, gemeinsam Inszenierungen zu schaffen, in die andere mit eintreten können und mitgestalten können. Und Sinnmacht bezieht sich darauf, dass wir in dem, was wir gestalten, Sinn finden und Sinn stiften können. Und wenn wir jetzt vor allem mal auf die Definition von Schöpfermacht und Sinnmacht gucken, dann sind wir auf der hellen Seite der Macht angekommen. Hier geht es nicht, ne? Also auf der dunklen Seite sprechen wir von Macht und Gewalt. Auf der hellen Seite sprechen wir von Macht und Freiheit. Es geht darum, dass ich freiwillig mich der Macht unterwerfe oder freiwillig der Macht folge, weil ich Sinn darin erkenne oder weil ich sie mitgestalten kann. Und es ist natürlich an jedem von uns, jetzt nochmal nachzuspüren und zu überlegen, welche Form der Macht wir selbst präferieren, wie wir sie ins Leben bringen können, was unser spezifischer Stil dabei ist, welche Ermächtigung wir brauchen, welche Macht wir aber auch bereit sind, von anderen zu akzeptieren. Macht braucht Autorisierungsprozesse. Und ich schließe vielleicht einfach mal mit einem Zitat von Alfred Herrhausen, der das nochmal in eigene Worte gefasst hat, was auf der hellen Seite der Macht entscheidend ist. Entscheidend ist nicht die Frage, ob man Macht hat. Entscheidend ist die Frage, wie wir mit ihr umgehen.